Bidibidiba, euer Comic ist wieder da und heute geht es um legendäre Embleme und wo wir sie als Free-to-Play-Spieler kostenfrei herbekommen können. Und ich stehe schon richtig am ältesten Portal, denn seit meinem letzten Video über erlöschende Funken gibt es ein paar Neuerungen zu legendären Emblemen, denn mit erlöschenden Funken könnt ihr euch jetzt auch legendäre Embleme holen. Wie das geht, zeige ich euch gleich und wo ihr sonst noch legendäre Embleme herbekommen könnt. Zeige ich euch dann auch gleich noch so ein bisschen. Okay, einmal hier, kennt ihr schon, erlöschenden Funkenhändler, kann man sich Fahrrunen kaufen. Für eine Fahrrune kostet genau 18 erlöschende Funken. Insgesamt kann man sich pro Woche im ältesten Portal insgesamt 400 erlöschende Funken holen. Jetzt könnte man natürlich überlegen, okay, 400 erlöschende Funken. Und 18 kostet das, wie viel ist das? 22. Die Zahl kommt mir noch bekannt vor. Ja, legendäre Edelsteine kann ich doch für 22 Fahrrunen auch herstellen. Und ja, genau das ist es auch. Auch für 22 von diesen Fahrrunen kann man sich dann auch ein solches Emblem herstellen. Ich hole mir das jetzt mal gerade. Zeige ich euch auch gleich beim Juwelenhändler, wie das Ganze funktioniert oder wo das Ganze sich befindet. Ihr könnt aber auch einfach zum Emblemhändler gehen. Der hat jetzt nämlich auch ewige legendäre Embleme. Also nicht nur gegen das hier, diese Währung, die man nur kaufen kann. Nein, wir haben auch das hier. Allerdings geht das nur, wenn man eine Truppenplünderung gemacht hat mit Lassal oder Vita oder Gorgo. Ja, dann kann man das gegen 1600 Platin einmal die Woche kaufen. Also das Ganze gibt es hier immer nur einmal die Woche, kann man einmal die Woche kaufen und dann hat man auch ein ewiges legendäres Emblem. Okay, ihr sagt jetzt legendäres Emblem, ewiges legendäres Emblem, wo ist denn da jetzt so der Unterschied dazu? Im Prinzip gibt es nicht viel Unterschiede, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf, denn ihr fragt euch ja, oh Comic, du hast mir gesagt, man kann mit Fahrrunen auch ein 5-Sterne-Juwelen oder Edelstein theoretisch herstellen, wenn man Glück hat. Warum sollte ich mir denn jetzt diese ewigen legendären Embleme holen? Die haben doch bestimmt Nachteile oder haben die irgendwelche Vorteile im Zuge dessen, dass man die herstellt gegen zum Beispiel ein Juwel, was man sich herstellt. Also wir haben ja die Möglichkeit hier, ein bisschen weiter runter scrollen, ich habe glaube ich nicht genug, genau, zufälligen legendären Edelstein herzustellen. Der kann 1 Stern haben, der kann 2 Sterne haben, der kann 5 Sterne insgesamt haben, also da ist alles möglich. Und ich kann mir jetzt hier gegen die 22 Runen auch ein legendäres Emblem, ein ewiges legendäres Emblem herstellen. Okay, wo ist jetzt der Unterschied zwischen legendäres, ewiges Emblem und sollte ich mir nicht lieber vielleicht dann einfach die Juwelen herstellen? Oder gibt es da eine höhere Drop-Chance jetzt für mich mit den 5 Sternen, mit den Emblemen oder sowas? Okay, gehen wir mal hier rein in den Schmiedelehrling. Da kann man sich nämlich so ein bisschen was anschauen. Und zwar, welche Wahrscheinlichkeit man einmal hat, natürlich einen 5-Sterne-Edelstein zu bekommen mit einer entsprechenden Qualität. Wenn ihr euch das mit dem ältesten Portal vergleicht, werdet ihr dann feststellen, das macht keinen Unterschied. Also ob ich im ältesten Portal jetzt mit einem ewigen legendären Emblem oder legendären Emblem reingehe und versuche, da was zu bekommen, dann ist die Chance genau gleich, ein 5-Sterne-Juwel, Edelstein zu bekommen von einer entsprechenden Qualität. Denn wenn er 2 Sterne, 3, 4 oder 5, also da gibt es keinen Unterschied. Ihr könntet jetzt auch hingehen, euch die herstellen über die Fahrrunen oder eben entsprechend ein Emblem herstellen und dann in das ältesten Portal gehen und das Emblem benutzen. Oder ihr könntet auch warten, bis ihr 10 Embleme habt. Das heißt aber nicht, dass das ewige legendäre Embleme sein müssen, sondern es können auch ewige legendäre Embleme mit ewigen Emblemen beziehungsweise mit legendären Emblemen kombiniert werden. Also ewige legendäre mit legendären Emblemen, die nicht ewig sind, sozusagen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist vielleicht auch nicht ganz so einfach für den Anfang zu verstehen, aber werdet auch gleich die Vorteile verstehen. Denn wenn ich mir jetzt hier einen herstelle, okay, dann ist das wie immer ein Glücksspiel, ob ich jetzt einen 5er kriege oder nicht, kriege vielleicht auch einfach nur einen 1er oder einen 2er. Beim ewigen legendären Emblem, wenn ich das Portal mache, auch. Aber ich habe ja auch schon 10er Runs erwähnt.
Man kann im Ältestenportal auch 10er-Runs machen oder mehrere Embleme natürlich einsetzen. Hat verschiedene Vorteile. Jetzt sagt ihr aber, okay, aber wenn ich ein Ältestenportal mache, dann kann ich diese Juwelen doch im Ältestenportal gar nicht verkaufen, weil ich kann ja nur die verkaufen, die ich hier beim Händler herstelle. Ich kann nur, wie ihr sehen könnt, ist da dieses Handelssymbol dran. Also wenn ich hier einen Juwel Edelstein herstelle, außer die, die hier schon vorgegeben sind, ja, dann kann ich über diese zufällig hergestellten Edelsteine, entweder mit einem Stern, zwei Sternen oder zufälliger Qualität zwischen 1 bis 5 Sterne, kann ich die theoretisch auf dem Markt alle verkaufen. Ja, im Ältestenportal, wenn ich ganz normale legendäre Embleme benutze, dann kann ich die Juwelen, die ich dort finde, oder die Edelsteine, die ich dort finde, nicht verkaufen. Außer ich benutze ewige legendäre Embleme, weil die ewigen legendären Embleme kann man auch verkaufen. Also die Steine, die ich damit finde, kann ich auch verkaufen. Steht in der Beschreibung des Emblems eben auch drin und habe ich auch schon ausprobiert. Ist tatsächlich so, dass wenn man dann ein Juwel damit findet, dann kann man das auch verkaufen. Also es hat quasi keine Vor- oder Nachteile. Erstmal in dem Prinzip, ob man jetzt eine höhere Drop-Chance hat. Nein, hat man nicht. Man hat genau die gleiche Drop-Chance, wie wenn man es herstellt. Man kann auch diese Juwelen verkaufen mit dem ewigen legendären Emblem. Also da gibt es zur Herstellung zwischen dem und dem jetzt keine großen Vorteile in dem Sinne. So, jetzt fragt ihr aber, ja, warum soll ich mir denn dann ewige legendäre Embleme herstellen, anstatt zufällige legendäre Edelsteine? Könnte ich ja auch tun und mir einfach dann immer mal wieder einen herstellen. Nein, sammelt am besten die ewigen legendären Embleme. Warum solltet ihr diese ewigen legendären Embleme sammeln? Dazu müssen wir noch mal ganz kurz zum Ältestenportal gehen und ein wenig überlegen. Was kann ich denn am Ältestenportal machen? Ich kann 10er-Runs machen, wie ich schon erwähnt habe. Da werdet ihr aber sagen, okay, so ein 10er-Run, was hat er jetzt für einen Vorteil im Endeffekt? Also einen großen Vorteil in der Gruppe hat er nur, wenn alle Mitglieder ein paar Embleme reinmachen. Hier könnt, seht ihr es, ich kann jetzt das hinzufügen und kriege hier natürlich entsprechend schön aufgezählt, was der Vorteil ist. Da ich vier ewige legendäre Embleme drin habe, habe ich auch die Chance auf vier Edelsteinchen, Juwelen, die droppen und die ich auf dem Markt verkaufen kann. Die anderen sechs sind die ganz normalen, kann ich nicht verkaufen. Aber ihr seht auch, die erlöschenden Funken steigen natürlich an, wenn ich das Ganze hier reinpacke. Und auch mehr schönere Runen bekomme ich. In der Gruppe kriege ich natürlich noch den Gruppenbonus und habe dann natürlich noch die Chance, noch ein bisschen mehr erlöschende Funken zu bekommen. Das wirkt sich jetzt nicht irgendwie auf die Fundrate aus der legendären Edelsteine oder sonst irgendwas. Also das wirkt sich nicht aus. Aber wenn ich jetzt mal hier reingehe und gucke mir die Portalbelohnungen an, verwende 10 legendäre und 10-fache Belohnung. Natürlich kriege ich gleich 10 Steine dafür, ja, 10 Edelsteine. Das können 5 Sterne sein, das kann ein Stern, zwei Sterne sein. Das ist halt immer die gleiche Chance, genauso wie beim Herstellen. Aber ihr kriegt einmal, wie gesagt, noch das Zeug dazu. Wenn ihr mit der Gruppe reingeht und alle benutzen Embleme, das können seltene Embleme sein, das können auch 10er-Embleme wie hier sein. Also das macht keinen großen Unterschied. Hauptsache, alle benutzen ein paar Embleme und steigern damit natürlich entsprechend die Funken, die man findet. Und vielleicht noch ein paar Runen, die man dann findet entsprechend. Aber ja, dann gibt es noch diesen anderen Vorteil, nicht nur die Modifikationen, die man bekommt, sondern die Beuteraten. Wenn ihr legendäre Edelsteine findet, dann ist das alles schön und gut. Aber es gibt auch mal irgendwo die Beschreibung, dass wenn man legendäre Embleme oder ewige legendäre Embleme benutzt, das ist so ein bisschen so, dass wenn man 50 Stück nimmt, hier unten, für jedes 50. verwendete legendäre Emblem erhaltet ihr garantiert einen legendären Edelstein mit 5 Sternen. Also ihr kriegt, je mehr Embleme ihr natürlich benutzt, desto höher steigt eure Chance, einen 5-Sterne-legendären Edelstein zu bekommen, was ihr natürlich dann mit dem Herstellen beim Juwelenschmied nachher nicht habt. Also da ist es jetzt nicht so, ihr stellt 50
Juwelen her und dann ist dann plötzlich einer davon ein 5-Sterne-Stein. Ihr habt die ganz normale Chance natürlich, die 5 Sterne zu bekommen. Und das Schöne ist, der Garantiezähler für ewige legendäre Embleme ist separat vom Zähler für legendäre Embleme. Das heißt also, ihr könntet theoretisch 50 legendäre Embleme machen, habt dann den garantierten 5-Sterne-Juwel-Edelstein und könntet dann nochmal 50 ewige legendäre Embleme oder 50 legendäre Embleme machen. Also das heißt, ne, wenn ihr einmal 50 ewige legendäre Embleme habt und der 5er ist getroppt, dann setzt das nicht den zurück von den legendären Emblemen. Wenn ihr da nochmal 50 macht, dann droppt auch wieder einer. Das heißt, ihr habt eine erhöhte Chance damit natürlich schon einmal immer mal ein 5-Sterne-Juwel zu finden. Auch wenn die natürlich recht rar gesät sind. Aber diese ganz normalen legendären Embleme, die bekommt man ja auch so im Spiel ab und zu. So, pass auf. Jetzt können wir hier zum Hilt-Händler zum Beispiel gehen und gucken uns mal an, was wir hier kaufen können. Denn auch beim Hilt-Händler haben wir auf jeden Fall die Chance, da entsprechend ewige oder besser gesagt legendäre Embleme zu bekommen. Das sind diese ganz normalen legendären Embleme. Einmal über den allgemeinen Kauf mit Hilt, einmal im Monat, wie ihr sehen könnt, könnt ihr ein legendäres Emblem kaufen. Und manchmal weiß ich nicht, ob hier zeitlich begrenzt mal eins auftauchen kann. Ich hatte es jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber wenn ihr Unsterbliche seid, dann haben die Unsterblichen auch einmal im Monat die Möglichkeit, ein legendäres Emblem zu kaufen. Das seht ihr auch hier, auch monatliche Kaufbeschränkung. Das ist also einmal ein Weg. Dann, wie gesagt, über das Portal, über die ältesten Portale. Wenn ihr euch da jede Woche ein so ein legendäres Emblem herstellt, habt ihr im Monat 4 legendäre Embleme hergestellt, weil genau 22 erlöschende Funken ihr rausbekommen könnt jede Woche, wenn ihr das Ganze macht. Das heißt, hier haben wir ja schon mal 4, dann haben wir einmal im Monat das 5., dann sind das schon mal 5, die wir insgesamt haben. Dann gibt es natürlich noch verschiedene andere Sachen, wo man das herbekommen kann. So, das hier ist nur für seltene Embleme. Da kriegen wir leider nichts her, wenn wir das hier tagtäglich machen. Aber manchmal sind hier Ereignisse drin. Und bei den Ereignissen gibt es meistens irgendwie eine Möglichkeit, auch ein legendäres Emblem zu bekommen. Zweitens habt ihr natürlich die Möglichkeit, wenn ihr den Battle Pass habt, nicht nur über den gratis Battle Pass gibt es auch legendäre Embleme, aber es gibt auch über den aufgewerteten Battle Pass legendäre Embleme. Das heißt also, hat man den gratis, kriegt man ein Emblem, hat man beide sozusagen, also hat man auch den gekauften Battle Pass, der ja relativ günstig ist mit ca. 5 €, dann kann man natürlich noch mehr legendäre Embleme am Ende erhalten über den Battle Pass. Ich glaube, dann insgesamt sind es dann 2 oder 3, die man bekommen kann. Ist vielleicht auch Battle Pass abhängig für jede Season ein bisschen anders. Aber auch hier kann man das bekommen, wie gesagt, über Ereignisse, die ab und zu stattfinden. Wir können es über den Codex kriegen. Also ich rede natürlich von den kostenlosen Sachen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel das hier machen, unsere Etappen, wenn wir dann auf Etappe 3 und 4 sind und schließen die ab, können wir auch immer jeweils eins bekommen. Dann wird es natürlich immer mehr Etappen auch geben. Also kann man sich auch dann wieder noch ein Emblem verdienen, allerdings nur einmalig, weil man kann ja diese Etappen quasi nicht wieder wiederholen. So, das sind erstmal die ersten Sachen über den Shop. Ja, könnte man natürlich, aber wenn man Free-to-Play spielt, gibt es natürlich über den Shop nichts weiter, was man sich kaufen würde, denn man spielt ja nicht umsonst Free-to-Play. Auch den Battle Pass würde man wahrscheinlich die Gratis-Möglichkeit benutzen. Leider kann man diese Kugeln ja sonst nie irgendwie im Spiel bekommen, sondern nur mit Platin. Also uns bleibt quasi nur das Platin. Wir hätten noch die Dienste, den Pfad des Wunderkindes, den Segen des Überflusses, den wir wählen könnten. Auch da gibt es die Möglichkeiten, die ich natürlich nicht unterschlagen möchte. Das ist auch die Möglichkeit, die man hier bekommt. Über die Schlachtfelder kriegt man es leider nicht. Aber das sind so erstmal die wichtigsten Möglichkeiten, die mir gerade eingefallen sind, wo wir sonst legendäre oder ewige legendäre Embleme bekommen können. Und wie so ein 10er-Run aussieht, das zeige ich euch auch mal noch
im Anschluss an dieses Video, damit ihr mal sehen könnt, wie das droppt und was da so vielleicht auch rauskommt. Ich nehme das dann mal auf, wenn ich das mache, mit einer Gruppe, die ebenfalls ein paar Embleme einsetzen. Und da laufen wir mal komplett durch. Vielleicht machen wir wirklich mal einen komplett 10er-Run, also mehrere Leute, die einen 10er-Run insgesamt machen. Was ist der Vorteil, wenn mehrere Leute quasi 10er reinmachen? Also auch nichts anderes, als wenn alle anderen auch ganz normale, seltene Embleme benutzen würden. Aber natürlich hat man dann einmal eine Gruppe, die auch 10er Runs macht und man muss dann nicht sozusagen das für jeden einzeln runnen, sondern alle können das einfach einmal zusammen machen und dann sind sie fertig, können ihre 10 Edelsteine einsammeln und fertig. Gibt keine wesentlich besseren Belohnungen oder sonst irgendwelche höheren Chancen, da irgendwas rauszubekommen. Ja, und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, stellt euch die Embleme her, versucht Lassal-Gruppen, Truppenplünderungen zu machen, um an den Gutschein zu kommen, euch das Emblem ebenfalls auch noch zu holen und holt euch dann da auch die Belohnungen ab natürlich. Also versucht immer legendäre oder ewige legendäre Embleme irgendwo her zu kriegen und dann so einen 10er-Run zu machen, am besten mit Leuten, die ebenfalls Embleme einsetzen, natürlich um die maximale Belohnung am Ende zu erhalten. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig geholfen, euch zu entscheiden, was ihr herstellen sollt in dem Sinne. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, meine lieben Freunde. Tschüssikowski!